Und der Sieg neigte sich bereits stark auf die Seite der Weißen. Und die Indianer wurden immer enger und enger zusammengetrieben. Da aber donnerte es aus dem Dunkel der Prärie heran und mitten unter sie hinein. Sam Firegun hatte recht gehabt. Ricaro, der kluge Anführer, hatte eine beträchtliche Anzahl der Seinen in der Savanne zurückgelassen, die jetzt mit frischen Kräften herbeigesprengt kamen und dem Gefecht augenblicklich eine andere Wendung gaben. Auch die bereits entflohenen Indianer eilten, den Umschwung bemerkend, mit erneutem Mut herbei. Und so verwandelte sich der Angriff der Jäger und Arbeiter in eine Verteidigung, die von Minute zu Minute weniger Erfolg erwarten ließ. Hinter den Damm zurück! Gebot Sam Firegun, schlug sich mit wuchtigen Hieben durch und folgte seiner Weisung mit eigenem Beispiel. Pit Holbers brauchte nur wenige Schritte, um sich neben ihm einzufinden. Dick Hammerdull zog, um sich Luft zu machen, nun jetzt erst den Revolver, gab sämtliche Schüsse ab und eilte dann dem Damm zu.